Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf KickOn. Ja, es gibt mal wieder gute Neuigkeiten für unseren HSV. Endlich bin ich wieder gut gelaunt. Ja, nach dem letzten Video war ein bisschen Sense bei mir. Aber jetzt kommen endlich neue Spieler zu unserem Club. Und wer das ist, ob die uns helfen, das erfahrt ihr hier. Abonniert auch gerne meinen Kanal, ja, wenn euch mein Content so gefällt und ihr keine News mehr verpassen wollt. Wir stehen kurz vor der 1000 und die will ich noch dieses Jahr erreichen. Das heißt, lasst doch gerne ein Abo da. Vielen Dank. Der HSV, ja, der hat zwar nicht so große finanzielle Mittel, aber hat es jetzt doch geschafft, zwei wirklich, ja, talentierte Spieler zu den Club zu lotsen. Bei dem einen ist es schon hundertprozentig sicher, bei dem anderen noch, ja, sagen wir 90% sicher, aber hundertprozentig gehe ich davon aus, dass die zwei an die Elbe wechseln. Auf welcher Position hat sich der HSV also mit diesen zwei Spielern verstärkt? Ich weiß auch nicht. Wo waren denn unsere größten Defizite? Ich glaube in der Verteidigung. Einmal ein Linksverteidiger und ein Innenverteidiger. Einmal der Ersatz für Mario Vuskovic und einmal der Ersatz für, ja, Tim Leibold. Kommen wir also zu den zwei Spielern. Wichtig hierbei ist noch zu erwähnen, dass die nicht fest zum HSV gewechselt sind, also noch nicht, sondern die werden erstmal bis Saisonende ausgeliehen. Ja, wie das eben so ist. Der HSV hat eben kaum Kohle, das heißt, mit einer Leihe muss man sich eben geschlagen geben. Der erste Spieler im Bunde ist unser Tim Leibold-Ersatz, Noah Katterbach, ja, vom FC Köln. Der spielt ja momentan beim FC Basel, fühlt sich aber unwohl, hat erst, ja, wenig Spiele absolviert für den FC Basel. Ja, die wollen ihn auch eigentlich nicht so recht da haben. Das heißt, ja, ein gefundenes Fressen für den HSV. Und ich finde, das ist so eine Verstärkung, die macht unglaublich Sinn. Denn Noah Katterbach ist 21 Jahre alt, passt also in das Schema. Denn, ja, der HSV will gerade auf die Jugend setzen. Und mit Noah Katterbach bekommt man auch einen Spieler, der sehr, sehr viel Erfahrung mit sich bringt. Der hat schon in der Bundesliga gekickt, beim FC Basel auch zum Beispiel in der Conference League mitgekickt. Das heißt, international hat er auch ein bisschen sich gezeigt. Und ja, mit 21 Jahren ist er auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Verstärkung für unseren HSV. Doch was ist Noah Katterbach eigentlich für ein Typ? Der ist 1,80 Meter groß, also schon mal kein Kopfballungeheuer. Aber das muss auch gar nicht sein, denn wir haben ja schon Glatze. Aber eben, ja, was sind seine Stärken? In der Stärke liegt auf jeden Fall seine offensive Spielweise. Der schaltet sich gerne mal nach vorne, flankt gerne in den Strafraum und das sehr, sehr gut. Aber in der Defensive hat er ein bisschen ein paar Defizite. Das heißt, er ist so für mich ein Miro Muheim 2.0, nur in besser. Denn ich halte von Noah Katterbach weitaus mehr als von Miro Muheim. Aber der kann mich auch noch überzeugen. Ja, aber beide sind eher, ja, offensive Außenbahnspieler als defensive. Was sage ich also schlussendlich zu Noah Katterbach? Der Daumen, ja, so, fast so. Aber warum ist er nicht so? Weil er eben kaum gespielt hat beim FC Basel. Es mangelt ihn extrem an Spielpraxis. Das heißt, da muss er auf jeden Fall, ja, nachlegen beim HSV. Aber ich denke mal, wenn Tim Walter ihm wirklich das Vertrauen schenkt, kann das eine super Verstärkung werden. Kommen wir also zum zweiten Spieler, zu unserem Mario Vuskovic-Ersatz. Francesco Montero heißt er und spielt bei Besiktas. Aber da bin ich mir nur zu 90% sicher, dass er eben zum HSV wechselt, weil es stockt gerade. Denn der HSV will ihn zwar ausleihen, Besiktas ist auch gewillt, aber die wollen eine Kaufverpflichtung in seinem Vertrag eben reinschreiben. Das passt dem HSV derzeit nicht, deswegen streckt es sich noch ein bisschen, aber ich denke mal, die lassen ihn schon ziehen. Bei diesem Transfer bin ich ein bisschen, ja, zwiegespalten. Ich weiß, viele Fans hat er, aber ich muss euch sagen, er ist 24 Jahre alt, ja, und er kommt von der Atletico Madrid Jugend, das heißt, er ist schon so ein kleiner Drecksack, also es steckt in ihm. Jeder, der unter Diego Simeone wirklich trainiert worden ist, der weiß, wie eben Zweikämpfe zu bewältigen sind. Das heißt, da bin ich schon mal, ja, komplett zufrieden damit, denn ich finde, gerade in der Defensive sind wir eben zu weich gespült. Wir müssen da einfach so richtig Härte zeigen. Es muss wehtun, gegen uns anzulaufen. Ich habe mir auch ein paar Spiele von ihm angeguckt und es scheint so zu sein, dass er mit dem Kopf sehr, sehr viel drauf hat. Gerade bei Standardsituationen oder bei Ecken ist er extrem gefährlich. In der Defensive, ja, hat er mich auch eigentlich ganz schön überzeugt. Hat auch ein schönes Pacing. 1,85 Meter ist er groß, das heißt auch nicht zu groß gewachsen. Aber das Wichtigste, er ist Linksfuß. Und das will ja auch Tim Walter, weil der will ja immer so einen Spielgestalter in seinen Reihen haben. Jemand, der das Spiel eröffnen kann. Und da braucht er auf jeden Fall einen Linksfuß in der Innenverteidigung.
Das heißt, ja, Montero passt ins Walter Visier. Zudem kann er auch noch, ja, auf der linken Seite ausweichen, falls der Worst Case besteht, dass Muheim und Katterbach verletzt sein sollten, kann er auch auf der linken Seite spielen, aber natürlich heimisch ist er in der Innenverteidigung. Was halte ich also schlussendlich vom Spieler und was sagt mein Daumen? Mein Daumen muss ich sagen, wirklich so, ich kann den Typen kaum einschätzen. Ich habe irgendwie noch ein paar Flashbacks von eben Jairo damals, der hat sich ja auch oftmals verletzt beim HSV und ist auch niemals so durchgestartet, eben bei uns, und der war ja auch Spanier. Ich habe auch gehört, er kann kein Englisch, das heißt, er kann nur Spanisch reden. Das ist auch ein großes Manko, gerade bei der Verständigkeit eben. Und ja, Montero hat eben erst 3 Spiele diese Saison bestritten für Beşiktaş. Das heißt, es mangelt ihm extremst an Spielpraxis. Nichtsdestotrotz, wir brauchen einen Innenverteidiger. Es ist ein großer Name. Er ist immer noch 2,5 Millionen Euro wert, hat aber noch nicht irgendwo, ja, Halt gefunden. Das kann sich ja hoffentlich beim HSV ändern. Ich bin positiv, ich gehe positiv rein in den Transfer. Ich glaube, der Junge wird bei uns durchstarten. Ich hoffe es auf jeden Fall, denn was ich gesehen habe, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nur eben bei der Spielpraxis, da bin ich noch ganz vorsichtig. Und ich bin vielleicht noch immer noch gebrandmarkt von dem Transfer damals von Alen Halilovic. Da habe ich auch gedacht, oha, einer von der Barca-Jugend, und am Ende war es, ja, eine Katastrophe. Doch jetzt am Ende seid natürlich ihr gefragt, wie findet ihr die beiden Transfers? Ich muss euch wirklich sagen, ja, Montero ist zwar eine Wundertüte, aber vom Geld her, vom Preis-Leistungs-Verhältnis kann ich nur sagen, Chapeau, lieber HSV, Chapeau, lieber Jonas Bolt. Ja, ich bin überzeugt von den 2 Transfers. Jetzt noch ein Stürmer vielleicht noch und vielleicht noch ein Rechtsverteidiger. Man darf ja noch träumen, oder? Also, ich lasse mich gerne überraschen. Ich finde, die 2 Transfers sind aber richtig, richtig gut. Richtig gute Verstärkungen. Ich hatte schon Angst, auf welchen Spieler ich mich noch gefasst machen müsste. Aber ich bin positiv überrascht. Schreib es gerne mal in die Kommentare. Gib dem Video gerne ein Like und ein Abo. Wir sehen uns. Ciao, ciao.